Hallo Kackbratzen. Whoa! Finally made it. Besides, the shuttle is fine. We can lift off again anytime. I see pianos land more softly. Are we going to be able to lift off after that? Vor langer, langer Zeit, in einer Galaxie, die gar nicht mal so weit entfernt war, genauer gesagt ist es unsere eigene, waren Side-Scroller-Action-Spiele der heißeste Scheiß, den man spielen konnte. Es war eine Zeit, in der Spiele wie Tomb Raider noch nicht erfunden wurden und die Welt der Videospiele noch nicht komplett revolutioniert haben. Gefühlt gab es jeden Monat neues Futter und obwohl das Gameplay mehr oder weniger immer gleich war, haben wir diese Spiele einfach nur verschlungen. Trotz der sehr einfachen Spielmechanik, die im Prinzip nur aus Laufen, Springen, Rätsel lösen und ein paar Gegner zu eliminieren bestand, bedeutete das allerdings nicht, dass diese Spiele ein Kindergeburtstag waren. Teilweise waren die Plattformer-Einlagen wirklich harte Nüsse bis zu dem Punkt, dass das betreffende Spiel einfach nur unfair war. Aber Spiele wie auch das 1991 veröffentlichte Another World waren regelrechte Kunstwerke, womit man den vielen Frust gerne in Kauf genommen hat. Und Another World ist ein guter Stichpunkt, denn nach dem grandiosen Erfolg des Spiels wollte die Entwicklerbutze Amazing Studios mit einem Nachfolger daran anknüpfen. Aber wer konnte damals ahnen, dass ihr ambitioniertes Projekt zur Schließung des Entwicklerstudios führen konnte? Oh, goody! You saved my life! Idiot! The master waits! Dieses Projekt war kein anderes als Heart of Darkness, das 1998 für die PS1 und Windows veröffentlicht wurde. Und wenn man sich die steinige Entwicklung anschaut, dann muss man wirklich glücklich sein, dass das Spiel überhaupt das Licht der Welt erblickte. Die Arbeiten an Heart of Darkness starteten bereits im Jahr 1992. Ganze 6 Jahre pulverte man in die Entwicklung und diese war die reinste Hölle. Zunächst war nur eine Veröffentlichung für den PC geplant, doch kurz darauf setzte man eine Version für Amiga CD32 auf die Liste. Diese wurde allerdings sofort wieder in die Tonne geworfen. 1994 folgte dann der Start der Entwicklung der Atari Jaguar-Version, aber auch das war ein kompletter Griff ins Klo und man beendete die Arbeit, bevor man überhaupt angefangen hat. Nachdem man 3 Jahre an dem Spiel rumfuschte, hatte man die absolut großartige Idee, eine Version für die 3DO zu entwickeln. Aber die Entwicklung war bereits die reinste Hölle, sodass das Spiel erst auf den Markt kommen könnte, als man bereits die 3DO zu Grabe getragen hat und somit stampfte man auch diese Version ein. Dann, im Jahr 1996, hatte man die zündende Idee, einen Deal mit Sega zu schließen, um dann Heart of Darkness konsolenexklusiv für die Saturn zu veröffentlichen. Aber ratet mal, als man feststellte, dass man auch im Jahr 1997 das Spiel nicht veröffentlichen wird, hat man auch diesen Deal wieder platzen lassen. Es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass man zudem eine Game Boy Advance-Version plante, die man ebenfalls ganz schnell wieder einstampfte. Man darf sich echt fragen, was zur Hölle bei Amazing Studios schiefgelaufen ist. Die Entwicklung dauerte so lange, dass es damals schon Gerüchte gab, dass Heart of Darkness wohl niemals das Licht der Welt erblicken würde. Das Schlimme an der Sache war, dass Amazing Studios komplett die Klappe hielten und keinen Kommentar abgeben wollten. Zu hoch waren die Ambitionen, zu hoch waren die Ansprüche, auch ein perfektes Spiel abzuliefern. Doch am Ende verbrannte man nicht nur sehr viel Zeit, sondern auch sehr, sehr viel Geld. Aber trotzdem wollte man nicht aufgeben. Sie wollten, dass es sich wie ein Zeichentrickfilm anfühlt und spielt. Sie wollten, dass die Musik großartig klingt, die Soundeffekte realistisch sind, dass die Synchronsprecher perfekt sind, dass die Animationen flüssig und das Gameplay so straff wie möglich ist. Das Ergebnis war ein absolutes Juwel von einem Spiel mit einem der besten Soundtracks, die wir hier gehört haben. Aber es war auch ein unglaublich langwieriger und schwieriger Prozess, der alle Beteiligten erschöpfte. Und nun? Um dieses Chaos doch noch irgendwie zu einem Happy End zu bringen, wechselte man am Ende der Entwicklung nochmals die Plattform und pumpte das restliche Geld und alle Entwickler, die nicht schon längst das Handtuch geworfen haben, auf die PS1. Und diesmal konnte man wie durch ein Wunder diese unendliche Geschichte endlich zu Ende bringen. Und, oh boy, was für ein Spiel uns dann erwartet hat. Auch wenn es bereits 1998 war, hatten wir auf der PS1 wohl kaum ein Spiel gesehen, das so schön war wie Heart of Darkness. Ganze 16 Millionen Farben wurden auf den Bildschirm gespuckt und dann gab es sogar noch die Möglichkeit, ein ganz bestimmtes Element des Spiels mit einer dieser rot-blauen Papierbrillen sogar komplett in 3D zu erleben. Was für ein Erlebnis! Auch wenn ich ehrlich gesagt das 3D-Ding für ein komplett nutzloses Feature halte. Und die Brillen sind leider auch allergisch gegen Kaffee. Hallo?
Die lange Entwicklungszeit hatte zumindest den Vorteil, dass die PS1-Version um einiges schöner war und viel kräftigere Farben hatte als die lasche PC-Version. Insgesamt schlug Heart of Darkness ein wie eine Bombe und man konnte ca. 1,5 Millionen Einheiten des Spiels verkaufen. Leider konnte dies das Entwicklerstudio nicht mehr retten und so musste Amazing Studios bankrott anmelden. Die Entwicklung dauerte auch so lange, dass sich inzwischen die Spielwelt komplett verändert hat. Heart of Darkness kam einfach viel zu spät auf den Markt und die Spiele haben sich bereits anderen Genres verschrieben mit mehr 3D und mehr Action. Macht dies aber Heart of Darkness zu einem schlechten Spiel? Überhaupt nicht. Allerdings kann das harte Gameplay doch einigermaßen viel Frust bereiten. Andy! Have you not enough again? No, I was just sleeping in my class in broad daylight. Der Held des Spiels ist ein seltsamer kleiner Junge namens Andy, der anscheinend nur einen einzigen Freund hat. Sein Hund Whiskey. Er ist ein ziemlicher Stubenhocker, aber er ist auch so etwas wie ein Genie, denn er hat aus einer alten Taschenlampe, einem Sieb und irgendwelchen Metallschrottstücken ein funktionierendes Plasmagewehr gebastelt. Wie zur Hölle das auch möglich ist. Das Spiel beginnt mit einer Zwischensequenz, in der Andy in der Schule festsitzt und tagträumt. Sein Lehrer beschließt, Andy in einen dunklen Schrank zu sperren, obwohl er genau weiß, dass Andy Angst vor der Dunkelheit hat. Afraid of the dark. Aber glücklicherweise läutet die Glocke und er kann fliehen, noch bevor die Dunkelheit Besitz von ihm ergreifen kann. Auf seiner Flucht kann er noch hören, wie der Lehrer seinen Schüler erinnert, dass es diesen Nachmittag noch eine Sonnenfinsternis geben wird, die sich niemand entgehen lassen darf. Und natürlich darf sich auch unser kleiner Held dieses Ereignis nicht entgehen lassen und geht mit seinem besten Freund in den Park. Aus irgendwelchen Gründen wird aber der Vierbeiner entführt und Andy muss tun, was eben ein Held tun muss. Er rennt in seine Festung der Einsamkeit, holt sich seine Ausrüstung und rast mit einer Flugmaschine davon, um seinen Hund zu retten. Besser, wir stellen hier keine Fragen. Er schwebt durch die Wolken und entdeckt eine völlig fremde Welt, in der er bald mit einer schwarzen geflügelten Kreatur kollidiert, die ihn gegen eine Klippe prallen lässt. Andy muss nun zu Fuß weitergehen, und hier beginnt das Spiel erst richtig. Interessanterweise gibt es auch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Hauptelementen von Another World und Heart of Darkness. In beiden Spielen ist der Protagonist ein Einzelgänger mit einem Faible für die Wissenschaft. Beide werden in eine andere Realität entführt, wo sie jeweils auf Außerirdische treffen. Und leider gibt es hier eine Menge Kreaturen, die unsere Helden einfach nur umbringen wollen. Wer möchte, kann das erste Level dazu benutzen, um sich mit der Steuerung des Spiels und das Verhalten der Feinde anzufreunden. Aber eigentlich ist die Mechanik so einfach gehalten, dass sich wirklich jeder sofort zurechtfinden wird. Das Spiel ist quasi komplett linear und es gibt auch nur sehr wenig Backtracking, womit man niemals ziellos rumlaufen wird, um den Ausgang des Levels zu finden. Ganz schnell trifft man auch auf die ersten Feinde. Diese Schattenwesen treten teilweise in Scharen auf, aber mit dem praktischen Plasmagewehr wird man sie ziemlich schnell erledigen können. Sollten diese Biester euch mal packen, könnt ihr sie mit schnellen Bewegungen nach links und rechts abschütteln. Allerdings kann es auch vorkommen, dass sie euch mit Haut und Haaren auffressen wollen. Was am Anfang vermutlich auch ein wenig Übung benötigt, ist der Doppelsprung. Auch wenn man nach dem 100. Mal in die Tiefe segelt, sollte man kurz durchatmen und Geduld bewahren. Nach seiner ersten Begegnung mit den Schattenwesen trifft Andy auf andere Lebensformen in dieser Welt, die zum Glück gutmütige Idioten sind und sich die Amigos nennen. Ich geh für dich durchs Feuer. Er besucht ihr Dorf, das mehr oder weniger eine fliegende Insel, ein Paradies auf Erden und gleichzeitig die letzte Bastion vor dem Land der Finsternis ist. Sie schließen Freundschaft und beschließen dann gemeinsam nicht nur Andys Hund zu retten, sondern auch gegen die Finsternis zu kämpfen. Als Andy mit einem dieser Amigos versucht, einer ziemlich feindseligen geflügelten Kreatur zu entkommen, lässt ihn sein neuer Freund aus Versehen in einen See fallen, auf dessen Grund sich ein Stück eines Meteors befindet. Nachdem Andy ihn berührt hat, stellt er fest, dass er nun sogar grüne Feuerbälle aus seinen Händen schießen kann, die ihm nicht nur die Möglichkeit gibt, diese Schatten zu zerstören, sondern er kann damit auch Bäume wachsen lassen. Wie erwähnt, gibt es in Heart of Darkness eine Handvoll Rätsel, die sind aber eher actionorientiert und erfordern nicht so viel Hirnschmalz wie vergleichbare Spiele. Es gleicht auch hier sehr stark einem Flashback oder Another World. Wie seine Vorbilder besteht Heart of Darkness aus einer Reihe statischer Bildschirme. Auf jedem Bildschirm gibt es ein kleines Rätsel oder ein Teil eines größeren Rätsels, das mehrere Bildschirme umfasst. Das Rätsel kann so einfach sein wie das Überspringen eines kriechenden Tieres oder so komplex wie das Herausfinden, wie man einen Mechanismus aktiviert, der eine Tür mehrere Bildschirme entfernt öffnet und dabei eine immer größere Zahl von Feinden in Schach hält. Nichts, was einem wirklich Frust bereiten könnte.
Was aber sehr viel Ärger bereitet, sind die Plattformer-Einlagen. Wie auch schon Flashback oder Another World, erfordert auch Heart of Darkness eine große Portion Reflexe, Timing und eine fast perfekte Hand-Augen-Koordination. Und natürlich müsst ihr einen Sack voll Geduld mitbringen, wenn ihr den ein oder anderen Abschnitt immer und immer wieder wiederholen müsst, bis ihn auch wirklich komplett beherrscht, ohne ständig ins Gras zu beißen. Ein weiteres Element sind die vorhin genannten Bäume, die Andy nun dank diverser Samen zum Wachsen bringen kann, um höher gelegene Stellen im Level zu erreichen. Die Samen können auch bewegt werden und auf dem Wasser schwimmen, was den Rätseln ein zusätzliches Element verleiht. Am beeindruckendsten an Heart of Darkness ist wohl seine Atmosphäre, was hauptsächlich der absolut feinen Grafik zu verdanken ist. Sobald man das Reich der Unterwelt erreicht, wird man mit einem unheimlichen, aber gleichzeitig wunderbaren Grafikorgasmus haben. Das Design der Feinde ist einfach fantastisch. Sie sind zwar größtenteils schwarze Schattenfiguren, aber haben stechende grüne Augen und bewegen sich wie eine Bande verrückter Affen. Andere Feinde sind regelrechte Schatten und können nur indirekt ausgeschaltet werden. Insgesamt entsteht eine komplett feindselige und furchterregende Welt mit wirklich fürchterlichen Kreaturen, die euch die komplette Zeit auf Trab halten werden. Aber man wird auch jede Sekunde für sein Bemühen belohnt. Die Pixel, die auf den Bildschirm gezaubert werden, sehen einfach unglaublich gut aus. Und die beinahe lebensechten Animationen runden das wunderschöne Gesamtpaket ab. Zu schade, dass das Spiel auf der PS1 gefangen ist. Es wäre so schön, wenn es irgendwann ein Remake für aktuelle Systeme gäbe. Aber auch wenn die Auflösung auf der PS1 nicht die größte ist, ist Heart of Darkness wohl ohne Scheiß das schönste Spiel auf der kleinen grauen Kiste aus dem Hause Sony. Und wie unglaublich fantastisch ist der Soundtrack. Nennt mir bitte mal einen anderen Plattformer, der mit so viel Liebe zum Detail, unfassbar guten Grafiken und einem so himmlischen Soundtrack ausgestattet wurde. Ein Problem ist, dass das Spiel leider nicht gerade lang ist und mal abgesehen vom ziemlich heftigen Schwierigkeitsgrad hat Heart of Darkness ein echtes Problem. Das Ende fühlt sich einfach nicht wie ein richtiges Ende an. Die Geschichte hört einfach zu abrupt auf. Es gibt zwar einen ganz wirklich hübschen Film, der wie alle anderen Zwischensequenzen im Spiel einfach nur fantastisch ist, aber es fühlt sich einfach wie ein Cheeseburger ohne Käse an. Das Ding ist, dass dieser komplett absurde Ausflug in das Land der Schatten anscheinend nur ein Traum war. Auf der anderen Seite hat Andy den Amigos seine Flugmaschine hinterlassen, womit der Traum vielleicht doch real war. Wer nach dem Abspann lange genug durchhält, darf sich auch auf eine kleine Überraschung freuen, für die man sich endlich auch die oben genannte 3D-Brille auf die Nase setzen kann. Das ist nett, mehr aber auch nicht. What's the matter, Andy? Afraid of the dark? Heart of Darkness ist bei aller Liebe kein schlechtes Spiel. Es ist ein bisschen kurz und ein bisschen frustrierend, weshalb es vielleicht nur mäßig Spaß macht. We have to have it! Wer sich aber mit all diesen Fehlern anfreunden kann, wird den größten Spaß seines Lebens haben und allein wegen der Grafik muss man dieses Meisterwerk einfach mal selbst gespielt haben. Okay, boy. Night whiskey. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.